Herzlich willkommen zur Vorlesung. Gut, bevor wir zu der eigentlichen Vorlesung kommen, heute soll das Thema Software-Evolution sein, noch ein kurzer Hinweis. Bei den Folien habt ihr das vielleicht schon entdeckt. Es gibt mehrere Foliensätze und damit euch das nicht so verwirrt, noch mal kurz eine Ankündigung dazu. Es gibt in jeder Woche einen Foliensatz, der dafür gedacht ist, dass ihr hier während der Vorlesung, während ich die halte, Notizen machen könnt. Ja, das heißt, da gibt es schon eine Version von den Folien. Da stehen vielleicht noch nicht alle Sachen drauf, zum Beispiel noch nicht, welche Interaktion wir dann machen. Aber ihr könnt da Notizen machen während der Vorlesung. Im Nachhinein gibt es dann nicht für jede Vorlesung einen einzelnen Foliensatz, sondern nur einen Gesamtfoliensatz, den wir immer wieder neu generieren. Und das hat für euch den Vorteil, dass ihr da halt beliebig drin rumspringen könnt. Ja, könnt ihr jetzt irgendwie klicken, könnt euch alle Vorlesungsfolien angucken und vielleicht ein bisschen netter navigieren. Gut. Gibt es Fragen dazu? Ansonsten haben wir noch ein bisschen was fertig zu machen. Ich habe jetzt mal einen anderen Foliensatz aufgemacht, nämlich den vom letzten Mal. Wir haben beim letzten Mal über Qualitätssicherung gesprochen. Da waren so eine ganze Reihe Begriffe. Ihr habt auch selbst mal nach Beispielen überlegt, was so Fehlschläge sind bei Softwarequalität. Wir haben über das Whitebox-Testen gesprochen. Whitebox-Testen als eine Möglichkeit, wo ich in den Source-Code reingucke und ich möchte in dem Source-Code jede Zeile zum Beispiel mal sehen haben. So, und das ist natürlich ganz interessant, weil es kann durchaus sein, dass man in einer Zeile einen Fehler gemacht hat und dann möchte man die Zeile wenigstens einmal ausführen. Wir haben allerdings gesehen, wir hatten so ein Programm, eine Modulo-Implementierung, die wir uns angeguckt haben und in der haben wir gesehen, dass wir vielleicht noch nicht alle Fehler damit finden. Gut, und dann waren wir beim Blackbox-Testen gelandet oder zu Deutsch Funktionstest und da ist die Idee, dass ich nicht in den Quelltext reingucke, sondern dass ich in die Spezifikation reingucke. Ich versuche einfach, das abzudecken, was in der Spezifikation steht, das, was eben eine Methode zum Beispiel machen soll. So, und was ich auch schon erzählt habe, dass es da so prinzipiell zwei Arten gibt, und das sehen wir jetzt gleich anhand von einem Beispiel, nämlich einerseits, wir bilden Äquivalenzklassen. Da bedient man sich so ein bisschen so einem Konzept der Mathematik, wo man sagt, da gibt es jetzt irgendwie ganz viele Eingaben, wir können nicht alle Eingaben testen. Also suche ich mir so Eingaben aus, dass die möglichst trotzdem alle Fehler finden werden. Ja? Und das basiert so ein bisschen auf Erfahrungswerten und dass man eben überlegt, welche Eingaben führen wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch zu den gleichen Fehlern. Das sehen wir gleich am Beispiel. Und dann kann man das erweitern, indem man sagt, naja, nicht alle Werte in so einem Wertebereich sind dann gleich gut. Meist sind die, die an den Grenzen sind, besonders gut geeignet. Ja? Also den kleinsten und den größten Wert in so einem Intervall. Gut, aber das sehen wir jetzt gleich im Code. Das war die Stelle, wo wir gestoppt hatten. Und zwar sehen wir jetzt wieder die Modulo-Methode. Ihr seid erstaunlich synchron. Wenn ich rede, redet ihr auch. Wir haben diese Modulo-Methode und diesmal haben wir den Source-Code ausgeblendet. Der Source-Code könnte da sein. Ja? Ihr kennt sogar den Source-Code. Ihr müsst bloß ein paar Folien zurückgehen. Wir können trotzdem Blackbox-Testen anwenden. Das ist eine häufige Sache, die wir auch in Klausuren irgendwie falsch lesen, dass irgendjemand sagt, Blackbox-Testen kann ich nur anwenden, wenn ich den Source-Code nicht zur Verfügung habe. Das stimmt nicht. Das machen wir jetzt hier. Den Source-Code zeige ich bloß nicht auf dieser Folie. Wir ignorieren tatsächlich den Source-Code. Ist egal, wie die jetzt implementiert ist. Wir gucken nur auf die Spezifikation. So, und dann ist jetzt die Frage, diese Modulo-Methode, die hat jetzt zwei Parameter, A und B. Was gebe ich da jetzt für Werte rein? Und ihr erinnert euch vielleicht dran, wir hatten so eine große Übersicht in verschiedenen Programmiersprachen, kriegt man unterschiedliche Ergebnisse, wenn man irgendwie einen negativen Wert für A hat oder einen positiven und einen negativen Wert für B. Ja, das war unsere Motivation für eine eigene Modulo-Implementierung. Gut, und jetzt könnten wir auf die Idee kommen, naja, dann macht es vielleicht einen Unterschied, ob ich für A einen negativen oder einen positiven Wert habe oder für B einen negativen oder einen positiven Wert habe. Hier vorne gibt es noch eine Frage. Ne, sieht nicht so aus. Und jetzt gibt es aber vielleicht nicht nur die Werte für A und B, sondern auch noch die Ausgaben. Es könnte ja sein, dass die Methode immer... Ich glaube, das stört die anderen, wenn ihr immer gleichzeitig sprecht mit mir. Bei der Ausgabe
könnte es vielleicht auch einen Unterschied machen. Es könnte sein, dass zum Beispiel immer ein Fehler auftritt, wenn die Ausgabe 0 ist, wenn ich das als Modulo-Wert rauskriege. Das heißt, auch da kann ich Äquivalenzklassen aufstellen und kann sagen, m gleich 0, ein Wert größer als 0. Nochmal zur Erinnerung, unsere Modulo-Methode sollte immer positive Werte ausspucken. Ja, das heißt, die soll niemals einen negativen Wert haben, das heißt, den können wir nicht provozieren, aber wir können vielleicht auf eine Exception kommen, das steht nämlich hier oben drin, wenn ich durch 0 teile, ja, Modulo durch 0 ist genauso ein Problem wie wenn ich durch 0 normal teile, bei einer normalen Division, dann soll eine Exception geworfen werden. Das sind also unsere Äquivalenzklassen und wir hatten hier auch schon drauf, nee, weiß ich nicht mehr, ob wir hier schon waren, aber ist egal. Jetzt können wir Testfälle entwerfen. Und zwar ist die Idee, dass wir mit den Testfällen in jeder Zeile mal wenigstens ein Kreuz haben. Ja, das heißt, ich überlege mir den ersten Testfall und ich sage jetzt, bei dem ersten Testfall ist a kleiner 0, b kleiner 0, m gleich 0. Bei dem zweiten Testfall ist a größer gleich 0, b größer 0 und m auch größer 0. So, und jetzt sind wir bei a eigentlich schon fertig. Bei a muss ich gar nichts mehr weiter angucken. Aber bei b und bei der Ausgabe müssen wir quasi noch was abfangen, nämlich den Wert b gleich 0 müssen wir einmal reingeben und eine Exception müssen wir einmal provozieren. Und jetzt muss ich aber trotzdem irgendwas mir hier überlegen. Ich muss ja irgendeinen Wert für a reingeben und der ist eben entweder kleiner als 0 oder größer als 0. Und hier haben wir einfach mal gesagt, größer als 0. Ja, das ist jetzt willkürlich, wo dieses x landet. Was ein bisschen schwierig ist bei den Testfällen, die hängen natürlich irgendwie zusammen, ne? Weil diese Exception, die wird zum Beispiel genau dann geworfen, wenn dieses b gleich 0 ist, ja? Wenn ich für b gleich 0 reingebe in diese Methode. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, wir können die nicht willkürlich setzen, diese Kreuze. Gut, jetzt können wir damit aber beim Testen noch nicht so viel anfangen. Das sind eigentlich nur Äquivalenzklassen und welcher Testfall welche Äquivalenzklasse erfüllt, wir brauchen konkrete Werte. So, und die können wir jetzt geben. Wir können nämlich sagen, a hat den Wert minus 3, b hat auch den Wert minus 3, erwartete Ausgabe ist 0 und dann kommen wir quasi auf genau diese Werte, die hier oben stehen. Ja, wir sind genau in diesen Äquivalenzklassen unterwegs und das funktioniert nur deswegen, weil minus 3 modulo minus 3 wäre auch das erwartete Ergebnis 0. Ja, wir würden erwarten, dass die Methode sagt, der Restwert von dieser Divisionsaufgabe ist 0. Gut, und für die anderen machen wir das genauso. Wir überlegen uns konkrete Testfälle für diese logischen Testfälle. Ja, das haben wir beim Whitebox-Testen auch schon gesehen. So, das ist der Testfallentwurf. Ja, wir haben uns überlegt, systematisch, wie gehen wir vor? Wir haben Testfälle festgelegt und Ausgaben festgelegt. Und jetzt kommt die Ausführung. Die Ausführung kann ich jetzt beliebig oft wiederholen. Ja, ich kann zum Beispiel auch sagen, ich mache irgendeine Änderung an dem Programm, ich führe das nochmal aus. Das können wir jetzt beliebig oft wiederholen und für diese Implementierung haben wir das mal gemacht und sind wir das durchgegangen und da kriegen wir Folgendes raus. Für den Testfall 1 ist die Ausgabe 0, für den Testfall 2 ist die Ausgabe 1, ist genau das, was wir hier oben auch erwartet haben. Aber irgendwann wurde es mir zu lang, da habe ich das Programm einfach gestoppt und habe gesagt, hier geht es nicht weiter, hier gibt es ein Timeout. Das ist auch eine wichtige Info. Sobald man testet, muss man irgendwann Zeitgrenzen festlegen, weil man nicht beliebig lang warten kann, bis so ein Test durchläuft. Ne? Das heißt, man muss irgendein Limit festlegen, wo man sagt, nach einer Stunde, nach einer Minute, und das kommt auf den Testfall an, soll so ein Testfall abgebrochen werden. Gut, jetzt haben wir schon einen Fehler gefunden. Wir gucken nachher auf den Source Code drauf, wo der Fehler eigentlich herkommt. Ich möchte euch aber vorher noch das Grenzwert testen oder Englisch Boundary Testing erklären. Was wir jetzt machen, ist, wir erweitern unsere Tabelle. Die Testfälle 1, 2 und 3, die haben wir eben schon gesehen. Das sind die, die aus den Äquivalenzklassen herausgefallen sind. Wir haben Äquivalenzklassen gebildet und für die konkrete Eingaben gesucht. Was wir jetzt bei der Grenzwertanalyse zusätzlich machen, ist für jeden Äquivalenzbereich, für jeden Wertebereich suchen wir uns den kleinsten und den größten Wert raus. Weil typische Fehler im Code liegen halt daran, dass jemand vielleicht statt kleiner gleich kleiner geschrieben hat oder statt größer gleich größer oder statt größer in größer gleich geschrieben hat. Das heißt, oft hat man so einen Off-by-One-Error. Das heißt, man ist um genau einen Wert vielleicht irgendwie falsch oder es wird eine Schleife vielleicht zu oft durchlaufen, man springt in den If rein, obwohl man es nicht sollte. Und um diese Fälle abzudecken, ist es eben sinnvoll und hat sich in der Praxis gezeigt, dass es eben gut ist, diese Teste, diese Grenzwerte zu testen.
Das machen wir jetzt genauso. Das heißt, wir sagen einfach, wir nehmen einen Testfall, der nicht nur einfach einen Wert kleiner 0 hat, sondern den kleinsten Wert, der das erfüllt. Das heißt, bei einem Integer-Wert wäre das der minimale Integer-Wert. Dann nehmen wir vielleicht auch den größten Wert. Was wäre der größte Wert? Ja, manche haben die Tabelle schon gelesen, aber ja. Das ist vollkommen richtig. Der Datentyp ist jetzt Integer. Auf die was? Nee, wir sind jetzt beim Maximum. Also Minimum, klar, das kommt darauf an, wie viele. Ne? Das ist der minimale Integerwert. Was ist das Maximum? Na, das Maximum ist minus 1. Ja? Der maximale Wert, der die Gleichung a kleiner gleich 0 erfüllt, und wir haben eben nur ganze Zahlen, deswegen war die Frage nach dem Wertebereich schon gut, sind wir eben bei minus 1 hier. Gut, ich habe irgendwie ziemlich viel Hall. Jana, kannst du mal gucken, ob wir es irgendwie leiser kriegen? Ja. Ich glaube, ich habe schon Rückkopplung irgendwie. Ist das das überhaupt? Nee, das Mikro, ne? Ja, gut. Ja, okay, danke schön. Gut, also wir haben Minimum, Maximum. Hier haben wir jetzt mal Maximum. Maximum, hier ist es so, dass wir diese Äquivalenzklasse, für die brauchen wir eigentlich keinen Wert. Ja? Deswegen steht da jetzt nicht Minimum oder Maximum, weil es gibt nur einen Wert. Das heißt, eigentlich müssen wir das nicht erfüllen, ja, bei den zusätzlichen Testfällen, aber wir müssen natürlich sowieso irgendeinen Wert nehmen. Gut, das gehen wir also so durch, legen überall Minimum, Maxima fest, sodass wir eben alles mal sehen haben. Und ihr seht, für diesen Bereich a kleiner 0 haben wir das Minimum, das Maximum, für a größer gleich 0 haben wir das Minimum, das Maximum und genauso auch für die anderen Wertebereiche. Für b gleich 0 brauchen wir wieder kein Minimum und Maximum. Warum? Naja, weil das nur einen Wert gibt und den einen Wert haben wir mit Testfall 3 schon abgedeckt. Gut, jetzt neben diesen logischen Testfällen, ja, die ersten drei Zeilen, brauchen wir dann konkrete Eingaben. Und hier habe ich mich einfach dem Bedienten, habe einfach mal min-int gesagt. Das kommt ein bisschen auf die Programmiersprache an. In Java kann man das rauskriegen mit java.min-integer oder so ähnlich heißt das. Könnt ihr googeln. Das heißt, das kann man erfragen, was das für ein Wert ist. Und dann kann man so eine Methode auch aufrufen und kann das im Testfall dann auch benutzen. Gut, das können wir jetzt alles reingeben und dann stellen wir fest, ups, wir haben noch zwei Fehler irgendwie gefunden, wir haben noch zwei Testfälle, die fehlschlagen, nämlich haben wir noch einmal ein Timeout und wir haben noch einen Fall, wo die Ausgabe 1 ist, aber die Ausgabe sollte eigentlich 0 sein, was irgendwie merkwürdig ist. Ne? Gut, und dann können wir reingucken, woran liegen diese Fehler. Also erstmal noch zur Erinnerung, wir haben vorhin wir haben in der letzten Woche beim Whitebox-Testen uns Fehler überlegt, wir haben uns Testfälle überlegt, wir haben die Testfälle durchgeführt und alle Testfälle sind durchgelaufen. Wir haben diese Fehler nicht gefunden damit. Das hat aber nicht zwingend was mit dem Whitebox-Testen zu tun, sondern einfach damit, dass Testfälle immer Sachen übersehen können. Ja? Und in der Praxis macht man häufig so eine Kombination aus Whitebox- und Blackbox-Testen, aber ihr sollt es natürlich erstmal in der Reihenform verstehen, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt. Und wir gucken uns jetzt mal an, was diese Fehlerfälle sind. Also warum endet dieses Programm nicht? Na, wir haben eine Endlosschleife produziert, wenn m gleich 0 ist. Die haben wir natürlich absichtlich eingebaut, um das mal zu zeigen. Nämlich, was passiert hier? In der Schleife wird ja normalerweise der Wert von m verändert. Ja, da wird entweder b draufgerechnet, wenn der Wert negativ ist, dann muss ich halt zu einem positiven langsam kommen und was draufrechnen. Wenn der Wert zu groß ist, wenn er größer als 0 ist, dann wird immer was abgezogen. Wenn ich aber in die Methode den Wert b gleich 0 reingebe, dann wird hier immer 0 drauf addiert oder minus 0 abgezogen. Da ändert sich also nichts an dem Wert für m, deswegen haben wir hier eine Endlosschleife. Tatsächlich geht es noch weiter. In dem Code haben wir keine Möglichkeit, dass überhaupt diese Exception geworfen werden kann, von der da gesprochen wird in dem Java-Doc. Ne? Und das ist ein Problem vom Whitebox-Testen, denn das Whitebox-Testen guckt sich einfach alle Statements an, die da sind, aber wenn niemand an den Fall gedacht hat, dass man vielleicht eine Exception werfen müsste, wenn b gleich 0 ist, dann wird einfach keine geworfen und dann führe ich das vielleicht auch nicht aus. Ne? Das ist ein Problem von dem Whitebox-Test, dass wir Fehler, die mit der Spezifikation zusammenhängen, vielleicht gar nicht finden können.
Gut, die anderen Fehler sind ein bisschen hinterlistiger. Und zwar den Testfall 6. Warum kommt hier in... ich gehe nochmal kurz zurück. Testfall 6, wir haben hier auch eine Endlosschleife. Warum haben wir da auch eine Endlosschleife? Und zwar haben wir das Problem, dass unser Wert für b, wenn wir den hier mal minus 1 rechnen, und das ist aber der kleinste mögliche Wert, dann kommt da leider wieder der gleiche Wert raus. Und der ist auch wieder noch negativ. Das liegt daran, dass wir in der Datendarstellung quasi die 0 haben, dann haben wir alle positiven Werte, wir haben alle negativen Werte, aber es gibt eben, weil es die 0 gibt, gibt es eben nun mal ein Bit mehr für die negativen Zahlen als für die, nicht ein Bit, aber es gibt eine Zahl mehr, die wir bei den negativen Zahlen darstellen können, als bei den positiven. Deswegen, wenn ich die kleinste negative Zahl mal minus 1 rechne, habe ich hier drüben einen Überlauf bei den positiven Zahlen und komme wieder bei der kleinsten negativen Zahl raus. Ist nicht so, sonderlich intuitiv, aber es ist durchaus was, wo man auch dran denken muss, wenn solche Fälle in der Praxis mal auftreten. Wenn man weiß, dass dieser negative Wert nicht auftritt, ist es natürlich kein Problem. Hier ist es jetzt tatsächlich so, und wir finden den Fehler nur durch die Grenzwertanalyse. Ja? Wenn ich einfach zufällige Werte, wenn ich da mal 5 reinschmeiße oder 15 oder minus 3200, ich finde das Beispiel nicht. Ne? Ich finde es nur durch diese Grenzwerte. Und das ist relativ typisch, dass wir eben mit diesen Grenzwerten solche Fehler finden können. Gut, Testfall 7 schlägt auch fehl, und das liegt daran, dass wir hier an der Stelle ein großer Gleich bräuchten, und das ist eben auch so eine typische Fehlerquelle, dass man eben sich um 1 vertan hat sozusagen bei dem Vergleich. Bei größer Gleich sollten wir eben hier auch noch mal reinspringen in die Methode. Gut. Jetzt habe ich eine neue Implementierung für euch. Tatsächlich geht es ein bisschen einfacher als der Code, der da auf der linken Seite steht. Wir können nämlich uns der Modulo-Methode bedienen, die Java hat. Ja? Zur Erinnerung, ursprünglich wollten wir die eben nicht verwenden, weil die manchmal zu falschen Werten führt, ja? Weil die manchmal negative Zahlen rausgibt, und wir brauchen aber für unsere Implementierung immer positive Zahlen. Ja, aber dann lassen wir das einfach mit der Standard-Modulo-Implementierung berechnen, gucken, ob die negativ ist. Wenn die negativ ist, rechnen wir einfach noch B drauf und geben das Ergebnis zurück. Ja, dann kommen wir so auf die richtige Implementierung. Gut. Das heißt, nicht immer müssen wir Sachen von vorn implementieren. Wir können auch Sachen, die schon da sind, irgendwie wiederverwenden. Wenn wir das eben implementieren, sollten wir natürlich das so abtesten, dass wir eben auf all diese spezifischen Fehler auch finden können und die alle erkennen. Auf den Folien habe ich euch jetzt Beispiele gezeigt, in denen ein fehlerhafter Testfall auch einen tatsächlichen Fehler im Code zur Folge hatte oder dadurch verursacht wurde. Ich würde noch mal um Ruhe bitten. Das ist nur eine Sache in der Praxis, was euch begegnet, wenn ein Testfall fehlschlägt, dass wirklich die Implementierung falsch ist. Es kann auch einfach sein, dass der Testfall falsch ist. In dem Testfall schreiben wir einen erwarteten Ergebniswert hin, und es kann einfach sein, wir haben uns da vertan. Ja? Ich meine, ein Mensch überlegt sich, was für Eingabewerte gebe ich rein, was kriege ich dann von Modulo-Wert raus, und da kann natürlich auch ein Fehler stecken. Es gibt aber auch viele andere Ursachen für Fehler. Es kann zum Beispiel sein, dass ich irgendeine Bibliothek aufrufe und in der Bibliothek gibt es irgendwie den Fehler. Ich habe oder ein anderes Programm, was ich aufrufe. Es kann sein, dass der Java-Compiler einen Fehler hat. Das ist, passiert relativ selten, aber diese Fälle treten auf. Das heißt, es kann sein, ihr gebt ein korrektes Programm rein, die Java-Dateien, kompiliert das zu Class-Dateien und der Fehler entsteht beim Kompilieren und nicht in dem Source-Code, den ihr ursprünglich geschrieben habt. In der Praxis gibt es solche Fälle. Ich habe mal mit einem Linux-Entwickler gesprochen und der hat gesagt, er hat eine Woche nach so einem Fehler gesucht, der eigentlich im Compiler lag. Und es ist schon erstaunlich, dass er das bei der Größe, ja, Linux-Kernel hat irgendwie mehrere Millionen Zeilen Code, dass der das überhaupt gefunden hat, dass das an dem Compiler lag und der einen Fehler hatte. Es kann natürlich auch irgendwas an der ausführenden Hardware sein. Es kann ein Fehler, der mit dem Betriebssystem zusammenhängt. Es gab auch mal fehlerhafte Hardware. Ja, das wird immer seltener, aber tritt schon auch noch auf. Es gab mal den Pentium 4-Bug.
der bei Gleitkommazahlen an der so und so vierten Gleitkommastelle dann Rechenfehler hatte, dann kommt eben in ganz vielen Berechnungen weltweit, egal was die machen, ob die Wettermodelle berechnen oder eine Simulation oder sonst was, kommen eben überall leicht fehlerhafte Werte raus, wenn die Hardware falsch ist. Müssen wir zumindest mit im Hinterkopf haben. Gut, der Speicher reicht vielleicht nicht aus. Ja, es kann durchaus sein, dass das Programm abstürzt und sagt, ich hatte nicht genug Speicher. Es kann sein, dass das Programm einfach nicht enden will. Ja, und ich weiß halt nicht, endet es noch, endet es nicht. Dann setze ich so ein Timeout. Vielleicht setze ich meinen Timeout auf eine Minute. Und nach einer Minute und einer Sekunde wäre das Programm fertig gewesen. Ja, das wäre möglich. Und damit müssen wir eben auch umgehen. Gut, und es kann beliebig weitergehen. Natürlich kann ich auch ein Bitflip haben auf dem System, durch irgendwie kosmische Strahlung und ähnliches. Typischerweise bewegen wir uns aber hier oben. Ja? Also wenn ein Testfall fehlschlägt, ist es typischerweise so, dass ich einen Fehler in der Implementierung habe oder einen Fehler in dem Testfall. Und das sind so die typischen Fälle, mit denen wir uns hier rumschlagen. Gut. Edgar Dijkstra hatte die Erkenntnis, ja, wenn irgendwie Fehler in unserem Programm sind, dann müssen die ja irgendwie da reinkommen. Wenn man mit Debuggen Fehler entfernt, dann müssen die also durchs Programmieren reinkommen. Gut, und Brian Cunningham fand ich interessant und passend hier. Man könnte jetzt sagen, wenn im Programm im ausgelieferten Zustand, ein Fahrzeug zum Beispiel von irgendeinem Automobilhersteller, wenn das noch einen Fehler hat, dann liegt es an der Testabteilung. Ja, können wir einfach sagen, die haben den Fehler ja nicht gefunden. Aber tatsächlich kann ich Programme nur zu einem gewissen Grad testen. Wenn ich die beliebig komplex mache, dann haben auch Tester ein Problem, alles abzudecken, alle Fälle abzudecken. Das heißt, eigentlich sollte ich beim um das Debuggen später zu erlauben, zu ermöglichen, sollten die Programme auch möglichst einfach sein. Gut, also im letzten Teil der letzten Vorlesung ging es eben um Blackbox-Testen. Wir haben uns Äquivalenzklassen angeguckt und Grenzwertanalyse. Und wir haben jetzt ein kleines Quiz für euch, was ihr kurz durchklicken könnt. Da sind insbesondere noch mal ein paar Fragen zu den Inhalten von der letzten Vorlesung drin. Gibt es Fragen? Gut, dann könnt ihr kurz mal, wenn ihr dann soweit seid mit dem Quiz, mal kurz den Arm heben, dann sehe ich so, wann ihr so fertig seid und dann machen wir weiter. Gut, gibt es noch Fragen zum Blackbox-Testen oder allgemein zur Testvorlesung? Gut, dann, ja. Also Äquivalenzklassen testen, ne, das, was wir eben besprochen hatten. Das heißt, ich überlege mir, es gibt bestimmte Eingaben. Also die Frage war, was mit den Äquivalenzklassen gemeint war in der Aufgabe. Ich überlege mir, was sind wahrscheinlich Eingaben für das Programm, die die gleichen Fehler finden werden. Und das war jetzt zum Beispiel bei unserer Modulo-Methode mit den Werten A und B, waren das zum Beispiel alle negativen Werte für A. Gut, sonst noch Fragen? Ja, dann legen wir los mit der nächsten Vorlesung und zum Thema Software-Evolution. Jetzt bin ich hier bloß irgendwie falsch in den Folien. So, jetzt sind wir richtig. Also wir haben schon über eine Reihe von Sachen gesprochen. Ne? Wir haben über... Ich würde jetzt weitermachen wollen mit der Vorlesung. Dankeschön. Gut, die Frage ist eigentlich, wie geht das weiter? Und nach einer Weile sieht die Schaukel wahrscheinlich so aus, da gibt es einen Haufen Patches dran, es gibt irgendwie nicht nur eine Schaukel, sondern es gibt die alte Version der Schaukel und eine neue Version. Ja, die alte Version war irgendwie die, die irgendwie hier so um den Baum gewickelt war und nicht geschaukelt hat und dann wurde eine neue gemacht, aber die neue darf halt noch nicht benutzt werden, weil hier sind irgendwie diese Stände an der Seite sind vielleicht nicht stabil genug. Also so sieht es in der Praxis dann auch aus bei der Software. Ihr werdet keine Software einfach nutzen,
in der nicht irgendwo sowas drin ist, ja, dass es alte und neue Versionen von dem Code gibt oder ähnliches. Gut, und wir wollen uns natürlich angucken, wir wollen es irgendwie besser machen, wir wollen auch verstehen, was ist eigentlich diese Software-Evolution, was meinen wir damit? So, und das lasse ich euch jetzt hier erstmal lesen. Das ist ein Zitat aus dem Somerville-Buch zum Thema, warum Veränderungen unvermeidbar sind. Ich habe das Zitat deswegen hier reingenommen, weil ich finde, es bringt ganz gut auf den Punkt, warum wir irgendwie mit Änderungen von Systemen umgehen müssen. Ein Punkt für Änderungen ist, dass sich Anforderungen ändern. Also es kann zum Beispiel sein, ein Kunde, der eine Software beauftragt hat, möchte danach nochmal irgendwie Änderungen, damit er die Software irgendwie weiterverwenden kann. Es kann sein, dass es auch eine neue Technologie gibt, wenn ich inzwischen immer mehr Betriebssysteme habe, die einfach nur noch oder fast nichts mehr anbieten und eigentlich so alles im Browser ablaufen, dann brauche ich vielleicht auch Software, die quasi im Browser ablaufen kann. Ja, oder wenn ich eben veraltete Technologien habe von irgendwelchen Desktop-Applikationen, die auf mobilen Geräten nicht laufen, dann muss ich eben Änderungen machen, damit es eben da auch funktioniert. Dafür müssen wir teilweise eben einfach Änderungen machen, das heißt in kleinen Schritten Sachen hinzuimplementieren. Die, die das Praktikum gerade parallel mitmachen, haben jetzt zum Beispiel schon einen neuen Knopf in dem Taschenrechner implementiert, der die Formel zurücksetzen soll. Das war eine Änderung, das war eine Weiterentwicklung von der Software. Es kam von uns die Anforderung, es soll einen solchen Button geben. Wer schon mit dem neuen Aufgabenblatt angefangen hat, da gibt es weitere Aufgaben in der Richtung, wo wir euch eine neue Operation implementieren lassen. All das sind Anforderungen. Die Anforderungen kommen in dem Fall von uns, sonst kommen die natürlich dann meist vom Kunden. Was wir dann machen müssen, ist zum Teil einfach das Programm ändern. Zum Teil müssen wir allerdings vielleicht auch den Entwurf irgendwie anpassen und in jedem Falle müssen wir das System auch danach wieder neu testen. Ich war ja vorher in Ulm. Und ich saß irgendwann in der Straßenbahn, habe nach oben geguckt und habe das hier gesehen. Was sehen wir da? Naja, da ist eine Anzeige, eine alte Anzeige und davor ist eine neue gebaut. Also man hat die alte offensichtlich irgendwie nicht abgebaut, sondern einfach bloß die neue davor. Und da sehen wir auch so schön die Evolution. Ja, früher war da halt einfach irgendwie die nächste Station angezeigt und mehr nicht. Jetzt, und die linke Seite sind quasi die Features, die für vielleicht den Mitfahrer irgendwie interessant sind. Was sind die nächsten Stationen, die sehe ich dann da. Auf der rechten Seite, das wird dann nur um Werbung anzuzeigen. So finanziert sich das dann vielleicht auch. Ne? Weil es kostet ja auch ein bisschen was, dieses Display. Hat auch ein paar Stromkosten, die das verursacht. Wird dann dadurch getragen. Es ist allerdings ganz schön, weil normalerweise sehen wir diese Evolution nicht. Normalerweise ersetzt quasi eine neue Version eine alte Version und es bleibt nicht beides nebeneinander bestehen. Gut, was ist die Motivation für Änderungen an den Anforderungen? Es kann zum Beispiel sein, dass die Stakeholder, was ist das jetzt, also die Akteure in der Softwareentwicklung, das kann zum Beispiel der Kunde sein, es kann der Projektmanager sein, dass die ein neues Verständnis von der Software haben. Die haben gelernt, dieser Taschenrechner ist relativ nutzlos, wenn ich den immer wieder neu starten muss, um eine neue Formel einzugeben. Und deswegen haben die das Verständnis entwickelt, man braucht so einen Reset-Button. So, das hat auch so ziemlich jeder Taschenrechner, den ihr irgendwo benutzen könnt. Ja, ihr müsst bei einem Taschenrechner, der noch so klassisch so ein kleines Gerät ist, der nur als Taschenrechner fungiert, müsst ihr auch nicht die Batterien rausnehmen, bloß um eine neue Formel eingeben zu können, sondern der hat eben so einen Button, um das zurückzusetzen. Das heißt, wir haben ein zusätzliches Verständnis und für das Verständnis müssen wir eben Sachen implementieren, damit eben Sachen besser funktionieren. Wir haben neue oder geänderte Hardware. Wenn wir jetzt bei dem Taschenrechner-Beispiel bleiben und es gibt so einen Hardware-Taschenrechner, dann hat der vielleicht irgendwie, kann der mit größeren Zahlen arbeiten oder kann vielleicht Funktionen plotten oder ähnliches. Ja, dann habe ich ein größeres Display plötzlich und dann muss ich natürlich auch die Sachen softwareseitig dazu implementieren. Es muss vielleicht irgendwie zusammenarbeiten mit anderen Systemen. Der Taschenrechner soll dann noch irgendwie Bluetooth haben oder ähnliches, um mit anderen Geräten zu kommunizieren. Es gibt vielleicht auch neue Gesetzesänderungen.
Ja, so eine Gesetzesänderung, die die Hardware betroffen hat, ist, dass die EU irgendwann entschieden hat, dass alle Geräte einen USB-C-Anschluss haben. Das klappt noch so mindermäßig gut, ja, deswegen rennt man so überall mit so Adaptern rum. Das gibt natürlich auch Sachen, die die Software betreffen, insbesondere was den Datenschutz angeht. Ja? Und da gibt es eben auch Änderungen und dann muss eben auch die Software geändert werden. So ein typisches Beispiel ist für viele Sachen, was Abonnements betrifft oder ähnliches, die man abschließen kann, muss man aktiv einmal zustimmen oder dass man Werbung bekommt. Ne? Ihr legt irgendwo einen Account an und wenn ihr da eine Checkbox seht und die schon automatisch ausgefüllt, dass ihr Werbung erhalten sollt, ist das gesetzeswidrig. Das heißt aber, ich muss die Software anpassen. Das ist in dem Fall relativ einfach, weil ich muss die Checkbox am Anfang bloß nicht ausgewählt machen. Ja, das ist da noch relativ einfach, aber es gibt natürlich Sachen, die das irgendwie die mehr nach sich ziehen. Gut, und vielleicht stellen wir sogar fest, wir haben am Anfang Anforderungen aufgestellt und irgendwelche beißen sich, irgendwelche gehen nicht zusammen und dann muss ich irgendwie eine Entscheidung fällen und oft führt das dazu, dass man sagt, naja, dann ist mir die Anforderung wichtiger als die und das kann eben auch Änderungen nach sich ziehen. Wie kommt man eigentlich zu guter Software? Es gibt viele Theorien, wie man zu guter Software kommt. Das ist eine davon. Wenn die zutreffend wäre, dann wäre es relativ einfach. Dann müsste man immer bloß diesen Blutalkoholkonzentration stabil halten und dann könnte man gut programmieren. Tatsächlich ist viel, was mit Programmieren zu tun hat, geht in die Richtung, wir müssen eigentlich darüber nachdenken, dass Code eigentlich ständig sich weiterentwickelt. Es gibt nicht das System, was einfach fertig da ist, sondern man fängt ja an und ihr implementiert ja zum Beispiel im Taschenrechner das Semester über immer wieder Sachen hinzu. Es ist nicht quasi, dass die Software einfach da ist und Änderungen ergeben sich nur aus den Anforderungen, sondern Schritt für Schritt wird eine Software entwickelt. In Git macht ihr zum Beispiel jetzt Commits und dann gibt es viele einzelne Commits und diese vielen einzelnen Commits führen nachher zu dem Endresultat. Das heißt, Entwicklung ist eigentlich ein Prozess. So, und dieses Zitat ist relativ entscheidend, würde ich sagen. Das ist relativ naheliegend vielleicht, aber das so auf den Punkt zu bringen, Richard Pettis. Wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert in einem Programm und es gibt eine Null Pointer Exception, was kann man dann machen? Man legt einen Try-Catch-Block darum an und sagt, versuch das einfach und wenn es zu einer Null Pointer Exception kommt, dann beende halt die Methode. Ne? Dann tritt das Problem nicht mehr auf, die Null Pointer Exception tritt nicht mehr auf. Dann haben wir aber Code hinzugefügt, nämlich diesen Try-Catch-Block, der den Fehler fängt, aber wir haben den eigentlichen Fehler nicht behoben. Ja? Und das geht ein bisschen in die Richtung, eigentlich muss man defekten Code entfernen, manchmal muss ihn vielleicht auch ersetzen, aber es ist natürlich ein Problem, wenn man einfach immer nur noch mehr Code drumherum einfügen, der das Problem nur noch schlimmer macht. Gut, in der Richtung passt auch das Zitat von Ken Thompson ganz gut. One of my most productive days was throwing away 1000 lines of code. Ja, wenn es einfach die Zeilen Code sind, mit denen man ständig zu tun hat, wo man ständig wieder Fehler behebt und so weiter, dann kann es eben auch sinnvoll sein, sich von Code zu trennen. Natürlich muss man immer gucken, es muss irgendwie zu dem passen, was der Kunde an Anforderungen hat, aber unter Umständen kann man auch einem Kunden erklären, wir können das hier für euch entwickeln, aber dann wird das Produkt eben doppelt so teuer. Dann müssen wir eben auch diesen Code immer warten und genau so muss man das eben auch einem Kunden später von der Software dann auch vermitteln und sagen, es gibt eben Sachen, die sind eben sehr schwer zu entwickeln, sind sehr komplex und von denen, wenn man sich von denen verabschiedet, wird es auf jeden Fall günstiger. Ja, das Problem mit dieser Komplexität, jetzt kann man irgendwie gucken, wie komplex sind irgendwelche Sachen, vielleicht so ein kleiner Editor ist irgendwie relativ einfach, wie Git Merge intern funktioniert, ist schon relativ komplex.
Gucken wir uns hier gar nicht so im Detail an. Ihr seht das eher, merkt das dann, wenn ihr das immer mal wieder benutzt, dass das ziemlich komplex ist, was da passiert. Ein selbstfahrendes Auto oder das Google Search Backend. Und alles wächst quasi mit der Zeit, wird immer komplexer. Im Fall von Automobilen hatte ich, glaube ich, die Zahlen schon mal genannt. Da sind wir quasi immer, dass wir das um einen Faktor von 10 alle 10 Jahre im Moment erhöhen, die Komplexität. Gut, und tatsächlich gibt es eben nach Tony Hoare in jedem großen Programm auch kleine Programme, die versuchen, da rauszukommen. Das heißt, für den Entwickler heißt es, man müsste sich eigentlich hinsetzen, was in der Praxis im Moment noch viel zu wenig gemacht wird, man müsste überlegen, was ist der Kern von diesem Programm und was ist alles Ballast, den ich nur mit mir rumschleppe, und müsste sich von diesem Ballast trennen und nur diesen Kern weiterentwickeln. Und das ist aber gar nicht so einfach, und da ist jetzt einfach das Programm, was jetzt selbst diesen Willen hat, sozusagen. Eigentlich würde es dem Programm gut tun. Gut, und das, was ich eben schon mal in so einem Nebensatz erwähnt habe, ist ein relativ bekanntes Zitat von dem Manny Lehman. Und zwar, dass jedes System, was ich weiterentwickle, wo ich irgendwie Änderungen dran vornehme, wird komplexer. Es sei denn, ich stecke Aufwand rein, um das wieder einfacher zu machen. Also, auf Tony Hoare zurück. Ich könnte mich jetzt eine Woche hinsetzen, könnte versuchen, was ist die Essenz von dem Programm und was sind 1000 Zeilen, die ich entfernen kann. Aber da muss ich eben Aufwand reinstecken. Und wenn ich das nicht mache, dann wird ein Programm einfach immer mehr anwachsen und immer komplexer werden. Ich werde immer Code hinzufügen. Und das ist relativ interessant, und es gibt tatsächlich noch wenig, es ist noch wenig in der Software-Engineering-Lehre. Auch wenn ich jetzt mit ein paar Masterstudierenden zum Beispiel hier an der Uni zu tun habe, kennen die das meist noch nicht. Ist aber, glaube ich, relativ zentral für euer Verständnis, wie Softwareentwicklung funktionieren sollte. Denn gewissermaßen sind das so die Gesetze, die die Physik hat. Sowas hat man sich auch überlegt für die Software-Evolution, und die sind relativ entscheidend für uns. Und der Lehman hat sich quasi mehrere solcher Gesetzmäßigkeiten überlegt, und ich habe überlegt, was sind die wichtigsten, und die möchte ich euch hier kurz vorstellen. Das sind diese 5 Gesetzmäßigkeiten, und die erste ist Continuing Change. Das heißt, Systeme, die benutzt werden, müssen immer wieder verändert werden, damit die Nutzer weiter glücklich bleiben. Wenn das System stabil immer das Gleiche macht, dann wird es Nutzer geben, die dann nicht mehr glücklich damit sind, weil sie gar nicht auf Verbesserungen hoffen können, ja, auf neue Features hoffen können. Und wir sehen das zum Beispiel, wenn ihr euch den WhatsApp-Messenger oder ähnliche Software anguckt, ne, WhatsApp-Messenger deswegen, weil es die meistinstallierte Software ist, auf Android-Systemen zumindest. Wenn wir da drauf gucken, dann sehen wir da quasi eine Entwicklung, da kommen immer wieder neue Features. Ne? Inzwischen sind die relativ gut in dem Marketing, dann kriegt man da noch irgendwelche Meldungen, die einem erklären, was die ganzen neuen Features sind. Es gibt aber immer wieder Änderungen. Und das ist notwendig, damit die Kunden nachher zufrieden sind. Bei einer Vorlesung früher gab es mal jemanden, der gesagt hat, ich nutze hier irgend so ein Git, so ein Linux-Command-Line-Tool, das ist unverändert, er hätte in die Historie reingeguckt, das ist unverändert seit 10 Jahren. Ich glaube, dass es da Ausnahmen von gibt, aber die meisten Nutzer sind tatsächlich nur dann glücklich mit der Software, wenn sie sich immer wieder verändert. Gut, Increasing Complexity, das nächste. Die Komplexität erhöht sich, und das ist das Zitat, was wir gerade schon auf der letzten Folie hatten, die erhöht sich, solange ich nicht extra Aufwand reinstecke, um die wieder niedriger zu bekommen. Dann Conservation of Familiarity. Wenn wir die Software weiterentwickeln, wenn wir eine Software-Evolution haben und wir wollen, dass die Kunden gut damit umgehen können, dann kann es nicht beliebig stark ansteigen, die Funktionalität. Also es würde zum Beispiel, wenn wir jetzt die komplette Historie von WhatsApp nehmen, wo irgendwann, ich glaube, das fing mal an als normale Kommunikation zwischen 2 Personen, dann konnte man Gruppen einführen, dann gab es irgendwie Sprachaufnahmen, dann gab es Videochat, dann gab es Gruppenvideochats. Und wenn wir diese ganze Historie hernehmen und das wäre in einem Versionssprung passiert, dann wären die Nutzer überfordert gewesen von dem, was da passiert. Das hätte quasi nicht funktioniert. Es muss in vielen kleinen Schritten passieren. Und tatsächlich hängt das zusammen mit den anderen Gesetzmäßigkeiten. Das nächste ist nämlich Continuing Growth. Die Funktionalität, die so eine Software hat, die muss immer weiter ansteigen monoton. Es muss quasi immer was dazukommen, und ich kann jetzt nicht im großen Stile irgendwie Features wieder entfernen. Wenn wir die Entwicklung mal rumdrehen und sagen würden, es gibt den WhatsApp-Messenger und wir entfernen
Gruppentelefonate. Wir entfernen Telefonate überhaupt, wir entfernen Sprachnachrichten. Wenn wir Sprachnachrichten entfernen, hätten wir vielleicht was für den Klimaschutz getan, weil es natürlich irgendwie sinnvoller ist, einen kleinen Text zu übertragen, als immer eine große Audiodatei. Aber tatsächlich wären die Kunden einfach unzufrieden damit und würden auf einen anderen Messenger wechseln, der das eben hat. Ja? Und das ist ein Problem, das man sich bewusst machen muss. An der Stelle, wo man ein Feature einführt, committet man sich darauf, dass man das auch weiterhin die nächsten 10, 20, 30 Jahre weiter implementiert, wartet und weiterhin bereitstellt und eben nicht wieder zurücknimmt. Ja, zumindest, also ihr könnt es gern, kennt jemand Beispiele, wo im WhatsApp-Messenger irgendwas entfernt wurde, was mal ging und dann nicht mehr ging? Sonst, ja? Profilbilder runterladen, okay. Gut, aber das war dann wahrscheinlich eher wieder ein Feature aus Sicht von Privacy sozusagen oder überhaupt Statusmeldung. Ne? Ich glaube, da gab es auch mal den Fall, dass man die runterladen konnte. Inzwischen geht es nur noch, indem man einen Screenshot davon macht und den speichert. Das heißt, es geht schon noch, man kann es irgendwie umgehen. Aber dann ist eben die Frage, manchmal wird was verboten, aber dann explizit zum Beispiel auch Gesetze einzuhalten oder ähnliches. Gut, ein wichtiger Punkt noch, bevor wir zu dem letzten Gesetz kommen. Die Idee von diesen Gesetzmäßigkeiten ist auch eher, der Manny Lehman hat quasi die Entwicklung von vielen Software-Systemen beobachtet und hat gesagt, was sieht er da typischerweise? Natürlich gibt es Situationen, wo der Apfel nicht nach unten fällt, sondern nach oben fällt, nämlich wenn ich im Weltraum bin. Es gibt überall Ausnahmen. Es gibt auch von den Systemen Ausnahmen, wo mal eine Gesetzmäßigkeit vielleicht nicht erfüllt wird. Diese Fälle gibt es. Aber der typische Fall ist eben, dass die eintreffen bei der erfolgreichen Software. Und das Letzte ist natürlich besonders, trifft mich besonders doll, dass die Software immer weiter, die Qualität der Software immer weiter abnimmt. Ne? Letzte Vorlesung war zur Softwarequalität. Die Qualität nimmt ab, wenn ich nicht explizit was dagegen mache, wenn ich nicht explizit dafür sorge, dass die Qualität auch wieder steigt. Also wenn ich einfach immer mehr implementiere, dann wird die Qualität erstmal sinken. Gut, was ist jetzt die Essenz von all diesen Gesetzmäßigkeiten? Jede Software, die benutzt wird, wird auch modifiziert werden, damit sie eben auch weiterhin verwendet werden kann. Und wenn sie modifiziert wird, wird sie komplexer, es sei denn, ich stecke explizit Aufwand rein, um sie wieder weniger komplex zu machen. Gut, es gibt gewisse Konsequenzen. Es gibt natürlich gewisse funktionale Änderungen, die unvermeidlich sind. Ja? Es gibt gewisse Änderungen, gewisse Sachen, die ich in der Zukunft dazu implementieren muss. Die Änderungen sind nicht notwendigerweise immer eine Konsequenz aus Fehlern. Ja? Also es kann halt sein, ich habe beim Programmieren einen Fehler begangen. Ich habe einen neuen Entwickler im Team und der ist eben noch nicht so ganz so fit und hat da einen Fehler gemacht. Das ist immer so die Vorstellung von so einem Programmierfehler. Das könnte ein Grund sein, ist aber nicht der einzige Grund, warum man irgendwie Änderungen von der Software machen will. Das kann zum Beispiel auch sein, dass das programmiert wurde und es wurde eben getestet auf einem Windows-System und dann wird das Ganze auf einem Mac-System ausgeführt und plötzlich funktioniert es nicht mehr da. Ja, das heißt, es gibt vielleicht auch Sachen, die außerhalb von dem sind, was der Entwickler tatsächlich sich überlegen kann oder testen kann. Aber es gibt auch Änderungen, die sich aus Änderungen von Anforderungen ergeben. Und tatsächlich gibt es ein Kapazitätslimit, wenn wir jetzt sagen, es gibt so ein Team, ein Entwicklerteam, vielleicht so 5 Personen, und die sollen in einem Unternehmen dafür verantwortlich sein, diese Software zu programmieren und zu betreiben. Dann kann es eben sein, dass die irgendwo Grenzen haben. Die können jetzt immer mehr Features dazu implementieren, aber irgendwann kommen die über Grenzen. Ja, wenn so ein System jetzt, ne, vielleicht können die irgendwie mit 10 oder 100 Features in dem System noch sinnvoll umgehen oder einer bestimmten Codegröße noch umgehen. Und wenn das System aber immer weiter ansteigt, dann schaffen die das irgendwann nicht mehr. Und da muss man eben überlegen, bei manchen Systemen ist das okay. Ja? Wenn eine Flugzeugsteuerungssoftware oder ein selbstfahrendes Auto, ich brauche eben eine gewisse Komplexität, damit das eben überhaupt funktioniert. Aber ob das Timesheet von einem Nebraska-Verein, der irgendwelche Scheduling macht, ob das so komplex sein muss, sei dahingestellt. Gut, dazu gibt es so ein paar Slogans in Bezug auf Performance, und zwar der Wes Dyer, make it correct, make it clear, make it concise, make it fast. Und ganz wichtig war ihm, dass es in dieser Reihenfolge passieren soll. Ich soll also nicht anfangen, erstmal zu überlegen, wie kann ich das schnell hinbekommen und erstmal was Schnelles implementieren. Ja? Auf bestimmte Sachen im Code verzichten, weil ich gehört habe, die sind langsam. Das wollen wir nicht. Wir wollen es erstmal irgendwie korrekt hinbekommen.
Ja, das wäre jetzt bei euch mit dem Button. Ihr wollt erstmal, dass dieser Button überhaupt da ist. Ihr wollt, dass der Button irgendwie was macht. Dann könnt ihr den Code nochmal angucken, könnt gucken, habt ihr die Namen eigentlich alle euch gut überlegt? Kann das auch jemand anders nachvollziehen? Im Pair-Programming oder Code-Review kann man da irgendwie zusammen drauf gucken. Dann make it concise. Da kommen wir wieder zu Tony Hoare. Ja, das heißt, überlegt nochmal, kann ich das vielleicht mit einer kleineren Implementierung machen? Und es war schon ganz interessant, dass selbst für die einfachen Aufgaben wie diesen zusätzlichen Button haben wir im Praktikum jetzt schon ganz verschiedene Wege gesehen. Ja, manche haben eine komplette große Methode genommen und die kopiert und manche haben bloß zwei Zeilen hinzugefügt und haben das Gleiche geschafft. Das heißt, manchmal hilft es, nochmal drüber nachzudenken, kann ich das nicht vereinfachen? Und erst dann gucken wir, ist es eigentlich schnell genug? Und dann kann man überlegen, wenn es zum Beispiel ich diesen Button drücke und es dauert viel zu lang, das Textfeld zu löschen, da fehlt mir ein bisschen die Vorstellungskraft, was ihr da implementieren könnt, damit das zu lang wird, aber das wäre theoretisch denkbar. Dann kann ich immer noch gucken, wie kriege ich das Programm dann schneller. Ja, und dann gibt es noch ein Spannungsfeld zwischen quasi gutem Code, der gut lesbar ist, und der Schnelligkeit von Code. Und da ist es sinnvoll, erstmal verständlichen Code zu produzieren. Und wenn man dann irgendwo sieht, hier ist er nicht schnell genug, dann nimmt man halt den konkreten Code und macht den schneller und gibt dafür auf, dass er quasi so verständlich bleibt. Aber es ist schwieriger umgekehrt zu sagen, ich produziere erstmal schnellen Code, aber ich kann nachher nichts verstehen, ich kann nichts weiterentwickeln, ich kann nichts Neues hinzufügen, weil ich den Code nicht mehr verstehe. Gut, und jetzt war das so eine ganze Reihe von Weisheiten, die ich euch aber trotzdem irgendwie nicht vorenthalten wollte. Das waren so interessante Zitate, glaube ich, die mich immer mal wieder beschäftigen, wenn es um Softwareentwicklung geht. Wir wollen aber noch mal ein bisschen konkreter werden, nämlich wann immer ich Änderungen in der Software mache, muss ich die auch testen. Und da gibt es eine ganz spezielle Technik, die wir uns jetzt angucken wollen, die heißt Regressionstesten oder Englisch Regression Testing. Und da ist die Idee, dass ich das Programm, was ich davor hatte, dass ich das mit einbeziehe. Nicht jeder Test, ja, ihr könnt ja jetzt beliebig euch Änderungen überlegen an dieser Modulo-Methode. Ne? Ihr behebt die Fehler, die ich da drin hatte, und führt die Tests einfach nochmal aus. Das könnt ihr jederzeit machen. Das ist noch kein Regressionstest. Ihr könnt die Testverfahren, die es alle so gibt, Blackbox, Whitebox-Testen, könnt ihr einfach anwenden nach jeder Änderung von Software. Regressionstesten macht was Besonderes, nämlich es versucht, die Teile, die sich geändert haben, dass ich die Tests nochmal ausführe und die Testergebnisse auch vergleiche mit dem Lauf davor. Ich lasse euch das kurz lesen. Also, nochmal zurück zu dem Beispiel mit dem Taschenrechner, ne? Weil das ist jetzt relativ, die meisten machen ja das Praktikum parallel. Also, da gibt es einen neuen Button jetzt, und wenn er den neuen Button implementiert, dann drückt er den natürlich auch mal und er guckt auch mal, löscht er das jetzt. Was ihr vielleicht aber nicht getestet habt, ist, ob, wenn ich den Button gedrückt habe zum Löschen und danach wieder eine Addition mache, ob das noch weiterhin funktioniert. Es könnte nämlich sein, dass das danach nicht mehr funktioniert. Und das meinen wir mit unerwünschten Seiteneffekten oder englisch unintended side effects oder unintended effects. Das ist ein häufiges Problem bei der Entwicklung, dass ich entwickle zwar was, ich teste das auch, was ich jetzt neu entwickle, aber aus Versehen mache ich irgendwas anderes kaputt, was es vorher gab. Und um das herauszufinden, ob ich irgendwas anderes kaputt gemacht habe, brauche ich ja Testfälle. Ich muss die ausführen und ich führe die aus auf dem Stand vor der Änderung und nach der Änderung und vergleiche die Ergebnisse. Gut, was ich damit also rauskriegen will, ist, jede Änderung, die ich mache in der Software, hat natürlich irgendwelche gewünschten Effekte, zum Beispiel, dass da ein neuer Button in der GUI ist. Und mit dem Regression Testing wollen wir jetzt eben diese unerwünschten Effekte zusätzlich noch herausfinden. Was haben wir für Annahmen? Wann kann man Regression Testing überhaupt nur einsetzen? Man kann es nur dann einsetzen, wenn ich nur kleine Änderungen an dem Programm habe. Wenn wir jetzt die WhatsApp-Version von vor 10 Jahren mit der heutigen vergleichen, dann wird es schwierig, Regression Testing auszuführen, weil ein Großteil der Sachen, die ich in der heutigen Software machen kann, die konnte ich damals gar nicht machen. Es lässt sich schwer vergleichen, ob weiter noch alles geht.
Wohingegen ich bei zwei aufeinanderfolgenden Versionen das durchaus machen kann, wenn sich die Unterschiede relativ gering sind. Wichtig auch die Annahme, dass das Programm vorher weitestgehend korrekt war. Es wäre jetzt also denkbar, ihr werdet gründet ein Startup, ja? Und ihr entwickelt jetzt eine Software, seid irgendwie drei Personen in dem Startup und ihr entwickelt die Software und ihr entwickelt jetzt für 2-3 Monate und ihr habt einen relativ instabilen Stand. Der Stand funktioniert halt noch nicht gut. Und wenn ihr da jetzt Regression Testing anwenden wollt und würdet quasi die alten Ergebnisse mit neuen Ergebnissen nach Änderungen vergleichen, dann ist die Frage, wie sinnvoll ist das, Änderungen zu finden, weil wenn fast alle Testfälle davor fehlschlagen, dann seid ihr gar nicht an Unterschieden interessiert. Ihr wollt ja dann, dass die Testfälle fehlschlagen. Das heißt, wir brauchen Testfälle, die größtenteils korrekt durchlaufen. Gut, und jetzt ist quasi die Annahme, dass wir die alte und die neue Version laufen lassen können. Wir können die gleichen Testfälle reingeben und wir können gucken, dass die sich eben nur in den gewünschten Eigenschaften unterscheiden. Wichtig dabei ist wieder, dass wir das dokumentieren, dass wir uns überlegen, was diese Tests sind, bevor wir diese Änderungen auch machen, dass wir auf die alte Version zurückgreifen können. Ihr wisst jetzt schon, wie ihr auf alte Versionen zurückgreifen könnt. Ihr könnt nämlich in eurer Historie einfach einen alten Git-Commit auschecken, selbst wenn ihr es jetzt noch nicht gemacht habt, ist das möglich. Und dann kann ich die alte Version nochmal testen, kann gucken, was kam da bei der Modulo-Methode raus, was hat der Taschenrechner ausgespuckt für eine bestimmte Eingabe und kann das vergleichen mit der neuen Version. Gut, und das Interessante ist jetzt, ihr erinnert euch, wir hatten gerade die Testvorlesung noch den Abschluss davon mit der Modulo-Methode und da habe ich beschrieben in den Testfällen, wenn ich die -3 reingebe und die -3 ja, für A und B, dann kommt 0 raus. Dann ist das erwartete Ergebnis und das leitet sich aus der Spezifikation ab, wie das Modulo funktionieren sollte. Ich vergleiche aber jetzt meine Ausgabe bei dem Testfall nicht nur mit dieser 0, sondern ich vergleiche es gleichzeitig noch mit der Ausgabe, die ich beim letzten Mal hatte. Und insbesondere kann ich es nicht nur vergleichen in Bezug auf die Ausgabe, die ich hatte in diesem Taschenrechner, sondern ich kann auch gucken, ob der langsamer wird. Ja, es wäre interessant zu wissen, ob der Taschenrechner, wenn ich jetzt den Add-Button drücke, ob der jetzt langsamer ist, weil der jetzt nämlich 2 Buttons hat. Ich glaube, in dem Fall ist es noch nicht groß messbar. In der Praxis, wenn ihr euch das vorstellt, der WhatsApp-Messenger wird schon jetzt auch langsamer sein, als der jetzt vielleicht vor 10 Jahren war, mit deutlich weniger Funktionalität. Gut, in dem Teil ging es also generell um inkrementelle Evolution oder inkrementelle Entwicklung, Software-Evolution. Was ist das eigentlich? Was sind Gründe dafür? Was sind Gründe für diese ansteigende Komplexität und die Lehmannschen Gesetze, die das quasi so auf den Punkt bringen? Was sehen wir eigentlich in der Praxis? Wenn wir auf erfolgreiche Projekte gucken, was eint ihr eigentlich? Was ist bei denen immer ähnlich? Gut, und dann zum Schluss Regression Testing und ihr sollt es jetzt mal wieder in Gruppen diskutieren, findet euch wieder zusammen, so 2er- bis 3er-Gruppen. Ihr sollt mal überlegen, was habt ihr so für Beispiele von Software-Evolution erlebt, gesehen in Software, die ihr irgendwie nutzt oder Software, die ihr auch entwickelt. Und überlegt mal in dem Fall, ob es sinnvoll wäre, ob aus eurer Sicht Regression Testing oder eben Regressionstesten, ob das benutzbar wäre oder nicht. Gibt es dazu Fragen? Gut, ansonsten wie immer das Angebot. Wir 4 gehen rum. Ihr könnt jederzeit euch auch melden, wenn ihr Fragen habt zu den Teilen der Vorlesung oder Fragen zu der Aufgabe. Dann geht's los. Gut, dann machen wir weiter. So, bitte mal Hand hoch, wer von euch den DB-Navigator benutzt von der Deutschen Bahn. Gut, die Hand bitte oben lassen, wenn ihr das Deutschland-Ticket da drin abgespeichert habt. Okay, hat keiner oder fast keiner. Ihr könnt mal nachgucken und wir werten es dann am Ende der Vorlesung noch aus, ob euer Deutschland-Ticket noch da ist. Weil es gibt nämlich gerade einen Softwarefehler, sodass die das Deutschland-Ticket vergessen. Und wenn euch das betrifft, kann ich euch auch sagen, wie ihr das da wieder reinkriegt. Gut, ich hätte gedacht, dass es mehr betrifft, aber...
Ah ja, okay. Ja. Also ich habe mal nachgefragt heute bei einer Schaffnerin, die hat das bestätigt, dass es gerade ein Problem gibt mit der App, dass sie das Deutschlandticket vergisst. Und sie meinte, ich soll es einfach sagen, dass ich es habe und dann muss ich eben gucken, was passiert. Aber inzwischen, der Tipp ist, vielleicht funktioniert es dann da bei euch auch, einfach nochmal auf den Link in der E-Mail klicken, die man dann bekommen hat und dann kann man das wieder neu reinladen. Ist aber schade, dass es durch einen Softwarefehler erstmal vergessen wird und dann Leute was bezahlen müssen deswegen. Gut. Wir kommen dann zum letzten Teil der Vorlesung. Da bitte ich noch mal um Ruhe. So, und während der letzte Teil der Vorlesung eher so allgemein gehalten war, eben mit Zitaten, werden wir jetzt noch mal ein bisschen konkreter. Was könnt ihr tun, um den Source Code zu verbessern? Ihr seid da oben so laut, dass mich die anderen sich nicht hören können, die um euch drumherum sitzen. Ja, danke schön. Gut, und zwar Smells und Refactorings besprechen wir jetzt. The function of good software is to make the complex appear to be simple. Also es geht gar nicht darum, dass wir jetzt als Programmierer unser Können unter Beweis stellen und einen möglichst komplexen Code schreiben, den nur wir lesen können. Ich meine, das hilft vielleicht, den eigenen Arbeitsplatz zu sichern, aber sorgt eben auch dafür, dass das Team nicht gut damit arbeiten kann, mit dem Quelltext. Sondern die Idee ist eigentlich umgekehrt. Wir haben irgendein komplexes Problem zu lösen und wir wollen das mit möglichst einfachen Mitteln programmieren und umsetzen. Gut, oder Robert Martin, der auch relativ bekannt ist, was so Software-Evolution angeht. Später sehen wir den auch nochmal bei so agilen Methoden. Mit der Pfadfinderregel. Und die Pfadfinderregel besagt, dass man den Zeltplatz oder den Platz, wo man sein Zelt aufgeschlagen hat, immer sauberer verlassen muss, als man ihn vorgefunden hat. Und wenn man einfach nur sagen würde, na, ich nehme halt den Müll mit, den ich produziert habe, dann funktioniert das Ganze nicht. Warum nicht? Man wird irgendwo Müll übersehen, den man vielleicht nicht dann mitnimmt oder der weggeflogen ist. Das heißt, man muss immer auch damit rechnen, dass man quasi was von anderen aufräumt. Und das kann man super auf die Softwarewelt übertragen. Es ist davon auszugehen, dass wenn ihr später in einer Firma entwickelt und mit der Codeentwicklung zu tun habt oder auch ein Team anleitet, dass ihr nicht nur dafür sorgt, dass quasi jeder seinen eigenen Code wieder aufräumt oder seine eigenen Probleme behebt, sondern dass man auch darüber nachdenkt, wie kann man den Code noch besser machen, den andere produziert haben. Gut, was ist die Motivation für dieses sogenannte Refactoring? Erstmal, nicht alle Änderungen, die irgendwie passieren können in der Zukunft, können wir vorhersehen. Ihr könnt jetzt vielleicht noch nicht vorhersehen, was wir alles noch von euch wollen in diesem Taschenrechner. Das heißt, ihr wisst im Moment noch nicht, was euch so erwartet. Das heißt, ihr müsst einfach erstmal auf gut Glück entwickeln. Ich habe vorhin schon was Interessantes gehört. Da hat jemand gesagt, naja, wenn ich jetzt diesen Button drücke, dann mache ich so eine Fallunterscheidung und frage, welcher Button gedrückt wurde. Und dann fragen wir wirklich ab, ob es dieser Button ist oder ob es dieser Button ist. Und falls wir in der Zukunft noch mehr Buttons hinzufügen müssen, dann hilft es quasi, weil dann habe ich diese Fälle schon berücksichtigt. Und das ist eigentlich ein interessanter Gedanke. Wir können nicht alles vorhersehen, was in der Zukunft passiert. Das heißt, manchmal müssen wir nachträglich den Code so aufräumen, so zur Verfügung stellen, dass eben bestimmte Sachen gemacht werden können. Es gibt auch Änderungen, die ihr euch vielleicht überlegt habt, zum Beispiel, dass es noch mehr Buttons geben wird in diesem Taschenrechner. Und es könnte aber auch sein, das tritt nicht ein. Das heißt, ihr habt den Code vorbereitet, dass man leicht neue Buttons hinzufügen kann. Und dann kommt das aber nachher nicht in unseren Aufgaben. Ist jetzt da nicht der Fall, aber ist mir gerade nichts Besseres eingefallen als Beispiel. Das heißt, manche Änderungen, die ich vorhersehe, treten vielleicht nicht ein. Und dadurch kann auch mein Source Code vielleicht unnötig komplex sein, weil ich irgendwas vorhergesehen habe, irgendwas drumherum entwickelt habe, was dann vielleicht gar nicht notwendig ist. Gut, und die Idee ist jetzt folgende. Wir müssen eigentlich konstant an der Codequalität arbeiten. Wir müssen sie konstant verbessern, um überhaupt Herr der Lage zu werden. Ja, so ein bisschen diese Pfadfinderregel, also jeder, der da ist,
der verbessert auch ein bisschen was, der wird auch ein bisschen was aufräumen, dann haben wir eben nachher insgesamt einen aufgeräumten Zeltplatz. Gut, ich lasse euch die Refactoring-Definition kurz lesen. So, und jetzt ist immer die Frage, wann mache ich diese Verbesserung? Ja, wann nehme ich diesen Müll mit? Jetzt kann es natürlich sein, es kommt zu einer Naturkatastrophe, wobei das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu grob gegriffen, aber es kann jetzt sein, wenn ich Zigarettenstummel liegen lasse oder Batterien liegen lasse, dass es irgendwann so eine Batterie läuft irgendwann aus und dann verursacht die Schäden in der Umwelt. Und die Idee ist, wir warten jetzt nicht ab, bis das passiert, sondern oder bis die von dem Zigarettenstummel quasi die das Nikotin quasi erst in den Boden eingesickert ist, sondern wir entfernen es gleich. Und das Äquivalent in der Softwarewelt ist, natürlich könnte ich jetzt darauf warten, dass es zu einem tatsächlichen Fehler in der Software kommt, dann versuche ich herauszufinden, an welcher Stelle das liegt und dann räume ich den Code auf. Aber dann ist es eigentlich zu spät. Wir wollen ja gar nicht erst diesen Fehler im DB-Navigator haben oder in einem anderen System, dass der plötzlich das Deutschland-Ticket vergisst. Wir wollen ja gar nicht erst, dass es zu diesen Fehlern kommt. Das heißt, wir müssen es permanent aufräumen und permanent verbessern. Und das heißt auch gegenseitig den Code. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Ich habe ein Beispiel mit. Und zwar hat er ja schon mal erwähnt, dass ich als Student an so einem Softwareprojekt gearbeitet habe, was inzwischen irgendwie hunderte Entwickler hatte. Und was interessant war, war da die Entwicklung zu sehen über einen Zeitraum von irgendwie 15 Jahren. Wir hatten da so eine Klasse und die hat am Anfang gut funktioniert. Die hatte irgendwie so 10, 15 Methoden. Die hat heute 60 Methoden. Die stehen alle immer noch in der gleichen Klasse. Und jeder hat nur mal so eine oder zwei Methoden hinzugefügt, aber irgendwann ist sie halt zu groß, irgendwann ist sie zu mächtig, kann zu viel und dann muss man eben überlegen, wie man diese Struktur wieder verbessert. Und jede kleine Änderung, die man irgendwie macht an einem Programm, hat an irgendwo Konsequenzen auf die Struktur und ist irgendwo vielleicht ungünstig. Ein anderes Beispiel ist, ihr habt jetzt zum Beispiel einen Taschenrechner und ihr habt eine so eine große Methode, in der die ganzen Initialisierungen passieren. Jetzt habe ich gesehen, ihr habt diesen Reset-Button hinzugefügt und dann kommen da eben noch mehr Zeilen rein. Diese Methode wird also mit jeder Änderung, die ihr macht in der GUI, wird die immer länger und die wird immer unhandhabbarer. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, was macht ihr mit dieser langen Methode, wie kann man die vielleicht irgendwie aufräumen. Und da kommen wir jetzt wir kommen gleich zu konkreten Techniken, aber wir gucken jetzt erstmal noch auf ein Beispiel. So, es gibt irgendwo einen Projektmanager und der sagt halt, das dauert 2 Wochen, das zu entwickeln. Dann sind wir fertig. So. Und jetzt merken die Entwickler nach einer Woche, das wird hart, ja, in der zweiten Woche das irgendwie abzuschließen, aber es muss dann eben abgeschlossen werden. Und das heißt, es kann sein, dass es Phasen gibt in der Entwicklung, wo man sagt, jetzt muss es eben fertig werden. Das muss jetzt funktionieren, wir müssen es auf den Stand bringen, sodass es funktioniert. Dann muss ich aber danach Zeit einplanen, Code auch wieder aufzuräumen. Ja, und da sind wir wieder bei dem Spruch, make it correct, make it clean, make it concise, make it fast, in that order. Natürlich gibt es den Punkt, manchmal müssen wir einfach Sachen einfach erstmal korrekt hinkriegen, sodass wir es ausliefern können. Und dann muss ich aber danach noch drüber nachdenken, wie ich das wieder verbessern kann. Teile ich diese Klasse auf, teile ich diese Methode irgendwie auf, mache ich den Code irgendwie wieder lesbarer. Gut, oder um es mit Becks, mit der Oma von Becks Strategie um Windeln wechseln, wann man das macht, if it's things, change it. Und da sind wir jetzt tatsächlich auch schon bei diesem Begriff Smell. Die Idee ist eigentlich, dass ihr ein Gefühl dafür entwickelt beim Programmieren, sodass ihr auf Code drauf guckt und sagt, der stinkt.
Und dafür gibt es tatsächlich sogenannte Anti-Patterns. Es gibt quasi Stellen im Code, die wir jetzt im Einzelnen besprechen. Wir besprechen jetzt hier bloß mal so drei verschiedene Fälle. Aber wenn ihr die in einem Code seht, dann könnt ihr sagen, das ist dieser Smell. Das ist dieses Anti-Pattern. Das ist, so sollte man eigentlich nicht vorgehen und das hat folgenden Namen. Und da stelle ich jetzt euch ein paar von vor, aber das ist natürlich nicht alles. Und das ist wieder viel Abwägung auch. Das ist natürlich ein bisschen die Geschmackssache, ob Methoden jetzt 100 Zeilen haben oder 10 oder vielleicht nur 5 haben sollten. Aber wenn ihr eine seht mit 200 Zeilen, dann könnt ihr sagen, also hier stinkt es wirklich. Ja? Gut, da gibt es verschiedene Sachen, die wir uns jetzt angucken. Wir haben schon ein bisschen über Namen gesprochen. Hier gibt es jetzt ein Mysterious Name Smell. Gut, wenn ich so eine irgendwie ein gutes Buch lese, dann ist eigentlich die Idee, dass es so einen Spannungsbogen gibt und irgendwann gibt es die große Auflösung, wie alles zusammenhängt. Beim Code wollen wir das eigentlich nicht haben. Wir wollen nicht 2 Wochen lang den Code lesen, um dann herauszufinden, wie alles funktioniert, sondern wir wollen es einfacher verstehen können. Das heißt, diesen Spannungsbogen brauchen wir da nicht aufbauen, sondern wir wollen eigentlich sprechende Namen haben. Ne? Da haben wir schon drüber gesprochen. Aber jetzt gibt es eben explizit eine Verbesserungsmöglichkeit und die heißt dann eben Refactoring, um bestimmte IDs umzubenennen, zum Beispiel Rename Method Refactoring oder Rename Field oder Variable Refactoring. Die Idee ist eben relativ simpel. Es gibt einen Namen, mit dem kann ich nichts anfangen, also benenne ich das um. Das habt ihr schon gemacht. Jetzt gucken wir auf das nächste drauf. Duplizierter Quelltext. Ja, ich kenne keine konkreten Statistiken dazu, aber mein Bauchgefühl sagt, dass viele Probleme, die ihr in der Praxis seht, die liegen daran, dass es Code-Klone gibt im Code. Ja, teilweise lässt sich das auch noch nachverfolgen. Was passiert da? Es wird halt irgendwo Code kopiert, ja, weil es einfacher ist, weil es schneller geht, einfach Code zu kopieren und zu sagen, naja, die Klasse hier, die kopiere ich einfach und ändere bloß das ab, was ich möchte. Dann führt es allerdings dazu, dass jeder, der danach das Programm lesen muss, muss mehr Code lesen. Der muss beide Kopien lesen und muss auch die Unterschiede verstehen, die da drin sind. Jetzt gibt es noch ein anderes Problem. Was passiert, wenn das sich weiterentwickelt? In einer der Kopien findet man einen Fehler, dann wird er da behoben. Was ist dann mit dem kopierten Code? Wer guckt da rein, ob es da auch diesen Fehler gab, ob der da auch behoben werden muss? Und diese Inkonsistenzen, die führen dann häufig dazu, dass es eben tatsächlich Fehler gibt, wenn ich an mehreren Stellen das Gleiche tue im Code, dass ich nur eine aktualisiere und die andere vergesse und dadurch es zu Fehlern kommt. Was können wir da machen? In vielen Fällen, ihr habt im Aufgabenblatt, redet ihr jetzt über Klassen und Methoden und eine Möglichkeit ist es da zum Beispiel zu sagen, eine Methode implementiere ich nicht einfach in beiden Klassen, sondern ich schiebe die einfach eine Klasse nach oben. Die beiden haben eine gemeinsame Superklasse. In dieser gemeinsamen Superklasse, da implementiere ich die Methode, statt die quasi einfach zu kopieren. Das ist das sogenannte Pull-Up-Method-Refactoring. Das heißt, ich gebe meiner Vererbung eine Klasse hoch. Ich habe irgendwie eine Klasse für Rectangle, ja, für ein Rechteck. Und ich habe darunter eine Klasse Square für ein Quadrat. Und jetzt könnte ich sagen, naja, statt dass ich die einmal implementiere in Rectangle und Quadrat, mache ich das Quadrat erb von dem Rectangle und ich schiebe einfach diese Methode hoch, sodass beide darauf zugreifen können. Ja, weil die Flächeninhaltsberechnung, die funktioniert wahrscheinlich bei beiden gleich. Gut, jetzt gibt es noch was anderes und zwar hilft das für eben diesen duplizierten Quelltext. Manchmal sind es einfach nur 2, 3 Zeilen, die sind an mehreren Stellen. Und die Klassen haben nicht unbedingt immer was zu tun. Die haben nicht unbedingt immer eine gemeinsame Superklasse. Und was wir da ausführen können, ist das sogenannte Extract Method Refactoring. Das heißt, statt 3 Statements aufzulisten, führen wir einfach eine Methode aus, die genau diese 3 Statements ausführt. Ja, das können zum Beispiel irgendwie bei einer Initialisierung in der GUI irgendwie sinnvoll sein, wenn man immer wieder die gleichen Schritte hat, dass man sagt, ich
führe jetzt einmal die Initialisierung aus, übergebe der Methode einen Parameter, zum Beispiel einen Button, und dann macht die eben alles, was mit diesem Button passieren muss. Gut, das ist das sogenannte Extract Method Refactoring. Das heißt, ich extrahiere eine neue Methode von verschiedenen gleichen Stellen im Code. Und das Interessante ist, dass euch Tools wie Eclipse dabei unterstützen können. Ihr könnt einfach bestimmte Zeilen im Code markieren, könnt auf Source Refactor gehen und könnt dann sagen, bitte hier eine Methode draus machen. Und dann wird Eclipse selber nachgucken, an welchen Stellen finde ich dann noch den Code, wird eine Methode generieren, die Methode wird angelegt, vieles davon lässt sich da automatisieren. Was nicht vollautomatisch geht, ist, ihr müsst euch noch einen sinnvollen Namen überlegen für diese Methode. Ne? Gut, und jetzt haben wir noch was anderes, was auch ein Anwendungsfall für das Extract Method Refactoring ist, nämlich die lange Methode, da habe ich eben schon von gesprochen. Jetzt haben wir noch mal das nochmal auf der Folie. Gut, was ist jetzt eigentlich eine lange Methode und ab wann sollte man vielleicht irgendwas machen? Ich habe jetzt schon gesagt, wenn es 200 Zeilen sind, dann ist es wahrscheinlich zu lang. Tatsächlich gibt es was, was ihr als Daumenregel mitnehmen könnt. Wenn ihr der Meinung seid, dass der Methodenname das gut beschreibt, was diese Methode tut, und ihr braucht keine weiteren Kommentare, die irgendwie bei den drei Statements zwischendurch nochmal drüber schreiben, was die machen und was der Rest darunter macht. Wenn ihr sowas nicht braucht, nicht noch eine weitere Struktur innerhalb der Methode, dann ist es eine gute Größe für die Methode. Wenn ihr seht im Code, dass jemand anfängt und hat irgendwie drei Statements, dann kommt ein Kommentar darüber, dann kommt wieder eine Leerzeile, dann kommt ein Kommentar, dann kommt wieder ein Block, dann kommt wieder eine Leerzeile, dann ist das häufig schon ein Indikator, dass man an der Stelle einfach zusätzliche Methodenaufrufe machen könnte und näher beschreibt, was da passiert. Das kommt auch wieder auf dieses Mysterious Name. Wenn eine Methode einfach zu viel macht, dann verstehe ich das nicht von dem Namen, was die jetzt eigentlich macht. Was macht die eigentlich alles genau? Was muss beim Initialisieren von einem von der GUI, was muss da alles passieren? Und dann kann ich das einfach in mehrere Methodenaufrufe zerlegen. Ich kann zwar weiterhin sagen, diese Methode initialisiert die GUI, aber statt dass die einzelnen Statements da auftauchen und ich 100 Zeilen Quelltext habe, habe ich vielleicht 5 Methodenaufrufe, die sagen, es werden alle Textfelder initialisiert, es werden alle Buttons initialisiert, es wird ein Layout initialisiert, das muss ich vielleicht davor machen, und die GUI wird angezeigt. So, dann wären das jetzt 4 Schritte und diese 4 Schritte kann ich in 4 Methoden unterteilen und jede Methode macht was. Und dann stelle ich vielleicht fest, naja, bei den Buttons ist es doch noch ein bisschen komplexer, da möchte ich eine einzelne Methode haben für jeden Button. Dann ist das möglich und dann kann ich wiederholt dieses Extract Method Refactoring anwenden und kann quasi lange Methoden, die sonst schwer verständlich wären, in mehrere kleine Teile zerhacken. Gut, oder um wieder auf Uncle Bob oder Robert Martin zurückzukommen, Functions should do one thing, they should do it well, they should do it only. Also die Idee ist, in dem Namen von einer Funktion, von einer Methode steht was drin. Und das ist auch das, was die Methode macht und die macht nicht noch ganz viele andere Sachen. Ja, wir wollen an dem Namen erkennen, was diese Methode macht und das hat für uns den Vorteil, wenn ich diese Init-Methode verstehen will und will verstehen, wo muss ich denn hingucken, kann ich relativ schnell zu den Buttons navigieren und muss mir nur die Methode angucken und muss mir nicht den ganzen anderen Rest der Initialisierung angucken, wenn ich eben nur einen neuen Button hinzufügen möchte. Gut, und das habe ich schon mehrfach gesagt, aber das jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive. Die Idee beim Programmieren ist eben nicht einfach nur Code zu produzieren, sondern auch, ihr müsst auch Code lesen. Und je besser das vorbereitet ist für das Lesen, umso besser lässt sich dieser Code später weiterentwickeln. Ja, oder Eagleson's Law, dass ich nach einer gewissen Zeit, zum Beispiel 6 Monate, nicht mehr erkennen kann, ob der Code eigentlich von mir stammt oder von jemandem anders. Und das heißt, ihr helft nicht nur anderen damit, euren Code zu verstehen, sondern auch euch selbst in der Zukunft.
Ja, wenn ihr in einem Jahr, in zwei Jahren irgendwo was debuggen sollt von dem Code, den ihr irgendwie vor der Zeit geschrieben habt, dann hilft es euch auch wieder. Gut, das erkläre ich nicht, denn es gibt ein wissenschaftliches Paper, das das erklärt, was dahinter steht. Nämlich gibt es dieses Go-To-Statement, das erlaubt Sprünge im Code. Und man hat herausgefunden, dass diese Sprünge im Code schwer zu verstehen sind für einen Programmierer. Das heißt, das Paper hat den Titel getragen, dass man die eben vermeiden sollte. Man sollte dieses Go-To-Statement so gut es geht vermeiden. Ja, das geht auch in Java. Man kann in Java Sprungmarken definieren, kann rausspringen aus irgendwelchen Schleifen. Manchmal ist das sinnvoll, aber man sollte es meistens vermeiden. Das ist bekannt auch als Spaghetti-Code. Und wenn wir schon so italienisch werden, das ist übrigens nicht Robert Walton, von dem habe ich kein Bild gefunden, deswegen ein Bild von Lasagne. Gut, und das ist tatsächlich ein bisschen früh für dieses Statement, wenn ihr jetzt Objektorientierung noch nicht so gut kennt, aber das, was diese vielen Sprünge im Code sind, das können auch einfach zu viele Objekte, zu viele Klassen sein. Wenn ihr schon mal einen Stacktrace gesehen habt von einem größeren Java-Programm, bei Eclipse zum Beispiel intern, gibt es manchmal einen Stacktrace, den ihr seht, wenn Eclipse mal eine Fehlermeldung wirft, dann sind da irgendwie 50 Methodenaufrufe. Und allein durch diese vielen Schichten, durch diese vielen Methoden, durch diese vielen Objekte, die sie gegenseitig aufrufen, kann es eben auch wieder schwer verständlich werden. Gut. In dem Vorlesungsteil, in dem letzten Vorlesungsteil, wollte ich euch jetzt zeigen, was sind eigentlich solche Anti-Patterns, was sind Strukturen, wo ihr auf den Code drauf gucken sollt und sagen sollt, hier stinkt's, hier muss man irgendwie was machen. Englisch smell. Da haben wir eben verschiedene Beispiele kennengelernt und auch mit welchen Refactorings ihr Herr der Lage werden könnt. Und dazu haben wir ein kurzes Quiz in Panda, was ich euch raten würde, das jetzt einfach noch kurz zu machen. Das dauert nicht lang. Und dann beenden wir die Vorlesung. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.